Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, ich bin ja noch immer leider. Oh, wie alles hochkommt. So, ich bin ja leider noch immer im Urlaubsmodus, also leider. Ich finde es schon gut, aber viel Arbeit, das im Vorhinein aufnehmen und alles fertig vorbereiten und so weiter und so fort. So. Tja, noch 2 Tage Urlaub, dann bin ich wieder da bei euch, kann auf Kommentare eingehen, kann schauen, ob es endlich das 10er Update gibt. So, entschieden haben wir uns ja sowieso, dass wir dann nicht neu starten. So, weil es auch keinen Grund dafür gibt. Oh, ja, das Ding mit dem Fahrzeug, ja. Aber jetzt ernsthaft, das mit dem Fahrzeug, das können wir so auch machen. So, na dann. Auf geht's! Na? So. Das am Sommerhäuschen weiterbauen, fände ich überaus gut. Mir war wichtig, dass wir auch kurz noch einmal hierher kommen, die Ressourcen ablegen. Das war mir schon wichtig. Und vielleicht auch hier nicht vergessen, auch hier gibt's noch ein Bauprojekt. So, nein, keine Angst, kein Baumprojekt, ein Bauprojekt. So. Eine Gurke. Dachte ich, da steht jetzt plötzlich hier ein Grüner. Der Grüne steht da. So. Super. Wahnsinn, oder? Wie viel Holz da noch reinpasst. So. Aber... Können wir uns nicht gleich hinlegen? Es ist 10 am Abend. Ach komm, wir legen uns gleich hin. So, Durst haben wir, ja. Und ich würde sagen, jetzt stehen wir wieder auf. So, okay, Durst, das werden wir mal da drinnen regeln. Da gibt es sicher irgendwo Wasser. So, sauberes Wasser. Schmutziges Wasser. Wahnsinn, okay. So, das legen wir da drauf, das legen wir da drauf. Oh, wie lange haben wir da keine Kartoffeln mehr und sowas gekocht? Wahnsinn. So, na dann. So. So, wir nehmen das Stück Kohle, werfen das Stück Kohle da rein. So, hier nehme ich da. So, burn, baby, burn. Schmutziges Wasser, da haben wir jetzt noch sauberes Wasser, da ist nichts mehr drin, da haben wir noch ein bisschen Wasser, super. So, das will man essen. Runter, super. So, und weiter geht's. Ups. Wir wollen ja noch weiter mit dem Wagen fahren. Hoch mit dem Wagen. Ja, fahren wir mal hinten. Ja. So, ich bin hier. So, na passt doch. Ein Lehm. Ups. So, also, Wagen wieder nehmen und wir holen schon Holz. Das ganze schöne Holz. Oh, ich freue mich schon aufs Weiterbauen im Sommerhäuschen. Es wird schon gut. Oh. Natürlich auch das Häuschen hier nicht vernachlässigen. 2, 3, super. So. Schauen wir, dass wir da auch reinkommen. So. So, und weiter geht's. So, dann würde ich sagen, den Wagen bringen wir da auch nochmal rauf, weil wir brauchen oben tatsächlich viel Holz noch. So, da kommt der Turm hin, dann der Batterieraum und so weiter. So. Ja, einen Wagen noch. Einen Wagen noch, oder? Ja, das machen wir. Komm.
uns den. Ich meine, es ist noch ziemlich dunkel, ja. Es ist fast 5 in der Früh. Sehr, sehr zeitig. So. Da, 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 da. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die beiden Extraktoren noch Kupfer produzieren. Weil für den Fall, dass sie noch Kupfer produzieren, sollte man da sollte man was ändern? Ja, denke schon. Denke schon. So, wir schauen da kurz mal rein, da bringen wir das Holz rauf. Ups. So, es ist Kupfer. Okay. So, dann machen wir da mal halbieren. Die drei da rein. So, und machen wir da mal Stein draus. So, hier. Einer weg, drei da rein. Dann würde ich auch sagen, auch hier Stein raus. So, Stein raus, Stein raus. Da, 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 da. So, wir schleppen uns mal vor bis zur Steinmühle und den Stein reintun. So, Betonrampe, Beton Fun the Mant. Irgendwie passt diese Holztür jetzt gar nicht mehr so zu den Betonsachen und so. Naja. So. Da kommt das Ganze rein. So, sehr schön. Machen wir mal Sand wegwerfen. Du wirfst schon wieder Sand weg. So. Für hier ein bisschen Kohle. So, ein Kohle hier. Okay, es ist echt genug Kohle drin. So, Alubahn. Der Alubahn, der Alubahn. Da darfst du nicht am Metall sparen. So. Haben wir jetzt alles drinnen? Ja, alles drin. Alu kommt da rein. Oh ja, wie cool. So, dann haben wir hier noch Alu. Da, 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 da. So, und da gehen wir auch das Kupfer rein. Das Kupfer. So. Ja, okay. Kupfer, Kupfer. Und da haben wir noch das Alu. Super. Schön langsam fühlt sich der Alukasten wieder. Ich habe beim Eisen sieht es etwas mangelhaft aus. So, da packen wir das rein, damit es wegkommt. Das eine Öl kommt daher. Hier haben wir noch ein wenig Rinde. So, dann haben wir hier die Fasern. So, ein Stückchen kann man da reinpacken. So, dann kommt er dran. Wir brauchen einmal Sand. So, und einmal Lehm. So, da sind wir da dabei. Oh, kann man den da ruhig hineintun? So, bam. Ups. So, dann brauchen wir hier Lehmerde zu Lehm. Mischmaschine, Zement raus, Lehm rein, Sand rein. Bam, super. So, Steinchen, jetzt holen wir uns gleich neues Öl, das Frischöl. Da können wir uns einreiben damit. So, und er hier. Super. So, die Federn, da. Dann haben wir ihn hier, da. Das kommt raus, das kommt mit. Wir schleppen uns hierher. So, jetzt gehen wir nämlich das Thema Eisen auch gleich wieder an. Wobei, ich glaube ja, wir sollten das Eisenthema auch wieder an die Zäune bringen. So. Aber ein paar können wir ruhig verheizen. Drüben brauchen wir ja beim Sommerhäuschen dann auch wieder diese Eisenbröckchen. Auch für die Spitzen dort. So. Moment, wir werfen die mal da raus. So, super. Und jetzt haben wir da noch Eisen. So. Und das kommt hier rein, das kommt hier rein. So soll es sein. So. Super. So, da haben wir ja ein paar drinnen. So. So, jetzt kommt der Zement, den legen wir gleich zurück. Oh, die Sonne geht gerade auf. Super.
So, schon langsam wird das mit dem Zement so, dass wir uns wieder überlegen können, dass wir ein wenig beim Zaun weitermachen. Betonzaun. Das ist doch auch eine gute Sache. So, Kopfer. Haben wir jetzt hier den ersten voll. Da geht es weiter im zweiten Kasten. So, wir kontrollieren jetzt mal hier. Nö. Hier. Nö. Da haben wir auch ausgeräumt. Da haben wir auch ausgeräumt. Ja. Ja, gut ist das. So, da alles nehmen. Da alles nehmen. Alles super, alles gut. Ja, die werfen auch gleich da rein, die Sachen. So, Sand wegwerfen, wie üblich. So, würde ich mal sagen, wir nehmen hier gleich das Eisen raus. Und schmelzen die weiteren Sachen dann gleich ein. Nochmal Eisen müssen wir ja hier jetzt aktuell nicht einschmelzen. So, sondern wir können uns ja hier... was machen wir da? Alu, gute Idee. Das gute alte Alu. So. Oh, ich tendiere dazu, dass wir am Dach nochmal noch mehr Windräder aufbauen. Aber das werden wir sehen. So, Wasserhaus ist eh auch voll. Da können wir uns das Wasser wunderbar machen, dann zapfen. So. Sehr gut. So, dann hier das Eisen raus. So, herrlich, herrlich. So, da haben wir ein bisschen Kobalt. Ja, da noch. Das Kobalt packen wir da dazu. Sehr cool, sehr, sehr cool. So, mit dem Wagen fahren wir jetzt nach oben und füllen die letzten Dinge auf. Oh, gleich scheint die Sonne, ist gleich viel, viel besser. So. Na bitte. So. Und da auch noch ein paar. So, einen Wagen voll müssen wir noch holen, eine Ladung voll. So, dann haben wir das Holz, das ich oben haben möchte, haben wir auch tatsächlich dann oben drauf, am Dach, sozusagen. Da liegt Zwiebel am Boden. Zwiebel. So. Super. So. Ich glaube, dann ist das Ding voll. Dann ist es gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, da fahren wir wieder zu. Und als nächstes würde ich tatsächlich sagen, wir gehen das Zementthema hier nochmal an. So. So, bis er voll ist, das ist ja gar nicht mehr viel. Den Rest werfen wir da runter. So, Moment. Und hier. Yeah. So. Der ist voll da. So, da passen noch ein paar rein. Oh, wunderbar. Einen Wagen holen wir noch für die untere Etage bei der Kreissäge. Dann haben wir dort nämlich alles voll. Und wenn wir dann Holz brauchen, und das wird der Fall sein, dann sind wir dort schon so weit, dass alles in ausreichendem Maße da ist. Haben wir gut gemeinsam geregelt, gemacht. Oh, schön. So, wir schauen hier weiter. Da, 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 da. So, 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 so. Und... Oh, ein Schwein. Das will auf meine Hänge. Ja. So. Auf dem Trockengestell, du gutes Schwein, du. Ui. Oh. So, und mit dem Wagen zurück. Super. So, da haben wir hier. Da-da-da. So, wollen wir den noch voll machen oder lassen wir den so halb voll hier rumliegen? Nein, halb voll. Also einer fehlt hier. Holen wir uns von da vorne. Das ist der Baum da. Der will zu uns. Ins Regal. So, na bitte. Gelungen. Müdigkeit vorschützen. So, einmal da. Zweimal da.
So, wir haben lauter Zeug hier. Die Samen legen wir da wieder runter. Wir haben dabei Wasser. Ja, ich komme. Ich bin da. Hollerie und Hollera. Im Laufen wollte ich das gerne machen. So, im Vorbeilaufen hätte ich ihn gerne aufgestochen. Aber leider, ging nicht. So. Da alles mitnehmen. Super. Haben wir viele Sachen dabei. So, alles mitnehmen. Super. So, Leder und Fett. Fett und Leder. Knochen und Feder. Wir haben gerade keine Federn. So, aber hier. So, mit den Steinen werden wir wie gewohnt verfahren. Die kommen da rein. So, das ganze Ding arbeitet ja noch. Dann haben wir hier noch ein bisschen. So, die nehmen wir auch mit und lagern es gleich mal in die Kisten. In die Kisten, in die Regale. So, fühlt sich ja langsam unser Alu. Ich glaube, so viel Alu hatten wir, glaube ich, noch nicht. Weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Moment. So, das blaue Zeug kommt hier rein. So, und wenn wir gerade da so rumstehen. T-Shirt. Das hänge ich daher. Schneehose hänge ich daher. So, die Hose daher und normales Level daher. So, geht's wieder. 23 Grad. Okay, ein paar Schritte vor. 23,9. Wahnsinn, was ist denn für ein Monat? Juni, na klar. So, wir brauchen sauberes Wasser. Wir brauchen sauberes Wasser. Wir brauchen Kohlehydrate. Definitiv. So, dann essen wir das und das, einfach weil es geht und weil es da ist. So, wir laufen rauf. So, da kocht irgendwas. Das nehmen wir alles vom Feuer. So, 1, 2 und 3. Dafür kommt das drauf und das kommt auch drauf. Nö. So, und jetzt kümmern wir uns mal um den Beton. Der gute alte Beton. Donk. So, das nehmen wir auch mit. So, das da drauf herstellen, hier. Dann haben wir hier Sand. So, und geht schon los. Also Sand und der Lehm mischen. Ja. So, dann würde ich mal sagen, alles nehmen. So, Sand. Das ist natürlich kein Sand. So, und das kommt da auch rein. Und dann natürlich die da. Oh, viel zu viel. Wie viel ist zu viel? Oh, okay. Na gut, dann legen wir ein bisschen was noch ab. So, nämlich da. Geht das jetzt? 77,2 noch. So, jetzt passt's. So, dann holen wir uns mal den Aufwärthammer und schauen mal, wie weit wir jetzt kommen mit dem Zementbeton, den wir jetzt haben. So, Spitzhacke wie immer weg. Warum ich die immer wieder an den Mann nehme, ich weiß es nicht. So, Holztor, super. Das Holztor kann man nicht aufwerten. So. Wahnsinn, oder? Ist doch super. So, eines geht noch. Dann holen wir uns den Rest. Ja, machen wir. So, ach so, ja. Na, so und so. Dann machen wir da gleich weiter. So, von 100 auf 400 ist schon eine schöne Steigerung. So, wie viel haben wir noch? Einen Zaun können wir noch klopfen. Und es wird echt super. Es wird wirklich laufend besser. Sehr, sehr cool. So, den Hammer legen wir wieder ab, warum auch immer. So, der kommt da rein, das kommt da rein. Bam. So. Wegwerfen. Super. Mitnehmen. Das kommt da alles rein. So soll das nämlich wirklich sein. So. Das nehmen wir raus, weil das wollen wir jetzt einschmelzen. Na. Da haben wir ja auch noch das und das. Dann haben wir hier ganz viel Kobalt. So. Na.
Na, 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 na. So, und die Frage ist, wollen wir den wieder umdrehen auf... Ach komm, wir machen das, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. So. So, alles da, Essen haben wir auch. Das heißt, wir könnten jetzt, da, das ziehen wir uns da noch ein. Wir könnten jetzt noch einen kleinen, wie spät ist es denn? 9 am Vormittag. Wir könnten jetzt einen kleinen Ausflug bis rüber machen. Wir nehmen den Wagen mit. Oh, es regnet so schön. Es regnet so schön. Den füllen wir zuerst mal auf. Ich hole mir noch einen dicken Baum. Und dann haben wir den Holzwagen hier fertig vorbereitet für den oberen Stock. So. Geh doch mal ins Dorf. Nein. Später vielleicht. So. Und hier. Super. Yeah. So, ich weiß, ein Stamm fehlt, aber dafür ist alles andere voll hier. So, oben ist es jetzt voll, da ist es jetzt voll. Da will ich aber noch aufschauen. Da will ich aber noch aufschauen, wie viele Bretter da jetzt sind. So, ja, die sind ja auch schon voll. Super, hier ist voll, da ist voll. Das sieht noch immer toll aus. Sieht aus toll. Super. Naja, so, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich wollte nur sagen, morgen irgendwann in der Nacht lande ich. Das heißt, es kann, also am 27. Es kann also sein, dass die Folge am 28. etwas später kommt, weil ich werde mich bemühen, die möglichst aktuell zu machen. Also direkt gleich aufzunehmen. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.